Und ein herzliches Willkommen zum letzten Teil meiner Aufnahmesession erstmal von Resident Evil 7 Biohazard auf Irrenhaus. Ja, bis ihr hierher gekommen seid, habe ich schon längst mit sicher schon weitere Teile gemacht. Ja, ich bin von YouTube Let's Plays als Hobby und wir sind hier in einem Boot. Im Schiff. Stehen geblieben. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Okay. Oh, Entschuldigung. Nirgendwo etwas drin, oder was? Ich brauche noch ein paar Münzen oder so. Hallo? Allein im Schiff. Nachts, im Dunkeln, sehr schön. Sollte vielleicht noch dazu sagen, dass es ja ein Schiffswrack ist, ne? Okay, hier wird wenigstens gelüftet. Wir kriegen ab und zu mal so ein paar Flashbacks, also... Einfach mal schauen, was hier so passiert ist. Was das Ganze hier soll. AB-Flasche. Kann man nicht mitnehmen? Okay. Interessantes Bild. Das Bild ist noch so völlig unversehrt nach so einem Schiffsunglück hier. Oh. LNG, Tanker Annabelle, gebaut 1987, hey, Tragfähigkeit 71.000 GW-Tonnen vielleicht, keine Ahnung, Länge 289 Meter. Das ist schon was, ja. Ist auf jeden Fall kein Vergnügungstanker gewesen. Okay. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Ja, genau, lach weiter. Und das Gesicht dazu. Ich lache über meinen eigenen Dummheit. Ich weiß, das ist so bescheuert. Man muss auch mal über sich selbst lachen können, oder? Wichtig. Ethan! Wo steckst du? Ich bin auf der Suche nach ihm, deswegen rufe ich immer. Der liegt auch schon ein bisschen länger hier. Okay. Einmal da runter. Wir sind auf der Suche. Nach Ethan. Und anderen Sachen. Womit wir uns vielleicht mal ein bisschen wehren könnten. Wehren. Hi. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Beruhig dich, Madel! Bitte! Ich habe das Warten satt. Ins F. Hier gibt's Viechs. Bin ich nicht auf... Oh. Bombe mit Fernzünder, okay.
In der Hoffnung, dass die Bomben reichen. Also eins pro Gegner oder so, hoffentlich. So, eine Bombe, die mit einer Fernbedienung gezündet werden kann. Drücken Sie R, um sie zu zünden. Da. Er möchte nicht. Interessant. Okay. Mir soll es recht sein, wenn das Vieh nicht reagiert. Fehlt uns wohl eine Sicherung. Uns wird eine Sicherung. Die Bomben sind auf jeden Fall cool, muss ich schon mal sagen. Krasse, hier haben wir schon mal einen Speicherraum, das ist schon mal gut. Ich will nur mal schauen. Ich speichere nicht. So, neuer Speicherstand. Hier gibt es aber kein Ding. Das ist automatischer Spielstand, ne? Als Bergwerk. Achso, das ist auf normal. Ja, ja, okay, okay. Das ist was anderes. Normal, normal. Irrenhaus ist hier. Das hier war das letzte. Bootshaus. Ne, es hat nicht gespeichert. Denke ich jedenfalls. Dann speichern wir jetzt noch nicht, sondern erst, wenn wir fertig sind. Wann auch immer das sein soll. Aber schon mal schön zu wissen, wo wir speichern können. Jetzt darf aber nicht nochmal eins kommen. Was ich scheiße finde, ich habe nämlich eigentlich eine Erinnerung, dass hier um die Ecke noch einer ist. 1F. Immer noch 1F. 2. Aber ich höre jetzt noch nichts bewegen. Nee, ich höre nichts. Ja gut, die Gegner sind ja alle neu verteilt, ne? Von daher keine Ahnung, wo jetzt eventuell noch welche sind. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Leckerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen,
als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas geh und vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich meine Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer an jener Kreaturen laut nun auf den Gang. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zehren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Ich hoffe, es blieb aber trotzdem nach zwei, bei zwei und nicht nach Herren, wie er es geschrieben hat. Was haben wir da? Maschinengewehr, okay. Hunting Live, okay. Bootsfahrten auf den Amazonas. Schönheit in Schwarzer Lagune. Taschenlampe oder so, kann ich die nicht nehmen? Scheinbar nicht. Ich kann mir das Ding hier zwar angucken, aber es bringt mir nichts. Hätte sein können, dass ich mir wenigstens die Taschenlampe da rausnehmen kann oder so. Okay, jetzt bin ich der hier so rumstapft. Einmal Crowd. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei der Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich, liebe Chip. Jimbo. Woher kommt Jimbo? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Die meisten dürften es bestimmt wissen. Aha, irgendwas ist da dahinter, hinter der Wand. Im Nebenraum oder so. Ich höre sich nicht zu bewegen. So, wo sind wir? Da. Da können wir rein und da können wir rein. Okay. Die Sicherung, wo wir hin müssen. Ah, da hinten ist auch die Sicherung.
flüssige Chemikalie. Haben wir noch eine? Ich hab so Schiss. Lass mich weg! Ich gehe jetzt erstmal speichern, ganz ehrlich. Ich kann es nicht riskieren zu sterben. Wir werden bestimmt nochmal eine Speicherkassette finden. Okay. So, der Tag geht derzeit etwas kürzer, aber ich muss aufhören. Das ist das Blöde hier bei dem Spiel. Man kann nur spielen, wenn man Zeit hat, weil man kann nicht immer speichern. Beziehungsweise das Spiel speichert nicht immer. Da ich jetzt gespeichert habe, muss ich leider jetzt schon aufhören. Diesmal geht der Teil halt ebenfalls nur knapp 20 Minuten statt eine halbe Stunde oder mehr. Sorry dafür. Aber wie gesagt, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich weiß nicht, wann ich wieder zu einem Speicherpunkt komme. Ja, das Spiel selber speichert nicht. Und ich habe keine Lust, gegen dieses Klubschaugenvieh wieder zu kämpfen. Von Daddy. Also habe ich jetzt gespeichert und muss jetzt, wie gesagt, leider aufhören. Danke fürs Zuschauen. Entschuldigung für einen etwas kürzeren Teil. Aber ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Vergesst trotzdem keinen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder hier, wie gesagt, beim nächsten Teil. Oder hoffentlich auch bei meinen anderen Let's Plays. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite oder auf YouTube generell. Bis dann, euer von euer YouTube Let's Plays als Hobby.